Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Tisch bei mir. Heute gibt es ein super einfaches Kartoffelgericht mit Hackfleisch und wenn ihr sehen wollt, wie ich das mache, dann bleibt dran. Für das leckere Kartoffelgericht verwende ich 1 Kilo Kartoffeln, 250 Gramm Hackfleisch, 2 Esslöffel Tomatenmark, beziehungsweise 1 Esslöffel davon ist Paprikamark. Aber wenn ihr kein Paprikamark findet, dann nehmt ihr einfach 2 Esslöffel Tomatenmark, eine mittelgroße Zwiebel, etwas Olivenöl und Salz und Pfeffer. Das war's auch schon und können wir auch gleich loslegen. In den Topf gebe ich ein bisschen Olivenöl, so circa 2 Esslöffel. Dann kommen die Zwiebeln dazu. Und das Hackfleisch. Ein bisschen Salz und ein bisschen Pfeffer. Wenn der Hack und die Zwiebel schön angebraten sind, kommt das Tomatenmark und das Paprikamark dazu. Hier unten haben sich schön Röstaromen gebildet. Und jetzt kommen die gesamten Kartoffelscheiben da rein. Jetzt kommt Wasser dazu. So viel Wasser, bis die Kartoffeln ganz leicht bedeckt sind. Das wird jetzt zugedeckt und klein geschaltet und ungefähr 20 Minuten gekocht. So, nach 20 Minuten ist das leckere Kartoffelgericht fertig. Ich zeige es euch jetzt auch nochmal so. Dazu ein leckeres Baguette, um in die Soße zu tunken. Super lecker. So, das ist für uns ein richtiges Wohlfühlessen. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und das kleine Glöckchen zu aktivieren, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut! Vergesst nicht, hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren.